Ja, hallo. Hier ist wieder Manja Ziel und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ich wollte ja eigentlich das Thema Ernährung als nächstes Thema angehen, aber ich wurde gebeten, mich eher dem Thema Atem anzunehmen. Und von daher habe ich das alles ein bisschen umgemodelt und möchte jetzt die nächsten Mal ein bisschen was zum Thema Atmen sagen. Es ist so, wir atmen alle ein und aus. Wir generieren alle Sauerstoff, der dann in die Zellen gerät. Und wenn wir uns jetzt das Thema Atmen so anschauen, habt ihr vielleicht auch schon festgestellt, dass es eine Menge verschiedenster Atemtechniken gibt, verschiedenste Atemtherapien, die für den einen passen und für den anderen nicht. Und ihr wisst ja, dass ich ein großer Freund davon bin, dass ihr Dinge selber erfahren dürft, was macht es mit mir. Und in dem Buch Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh habe ich etwas ganz Interessantes gelesen, nämlich, dass es nicht darum geht, irgendwelchen Konzepten zu folgen und diese umzusetzen, sondern dass es darum geht, selber zu spüren, was es mit einem macht. Und das fand ich ganz spannend, dass es gerade im Buch Gespräche mit Gott so drin steht, weil es trifft insbesondere auch auf den Atem zu. Wenn ihr euch vorstellt, dass wir alle ein- und ausatmen, habt ihr bestimmt auch schon verschiedene Konzepte gehört von Rechtshänder, Linkshänder, von Leuten, die in der Schule eher ruhig sitzen oder die rumspringen, von Leuten, die das eine essen und gut vertragen und wenn das andere Menschen essen, dann vertragen die das nicht gut. Es gibt da so verschiedene Konzepte, ich könnte euch noch viel mehr Beispiele nennen, verschiedene Konzepte, die einfach davon abhängen, wie wir uns fühlen bei einer bestimmten Sache. Und es gibt einige Menschen, die haben sich forschungsseitig mit dem Thema Atempolarität beschäftigt. Was ist Atempolarität? Die haben sich damit beschäftigt, dass Menschen verschieden atmen, dass es Menschen gibt, die atmen aktiv ein und heben sich heraus, dass es Menschen gibt, die atmen passiv aus und sinken dabei in den Boden, dass es Menschen gibt, die atmen passiv ein, einfach nur so, da ist der Atem, und Menschen, die atmen aktiv aus, so richtig. Ja. Und wenn ihr vielleicht in Fitnesscentern mal wart oder auch beim Sport Menschen beobachtet habt, würde euch aufgefallen sein, dass die Menschen unterschiedlich atmen. Manche atmen in den Brustkorb, andere eher in den Bauch. Und jeder hat da so seine Vorstellung davon, was richtig und was falsch ist. Aber für mich ist richtig und falsch auch wieder nur ein Konzept. Für mich gibt es beim Atmen nicht wirklich ein richtig und ein falsch. Für mich gibt es beim Atmen nur das, was macht es mit dir. Und die Margarete Seyd, das ist eine Atemtherapeutin aus Berlin, die hat einen wunderschönen Satz geprägt, den ich euch einfach mal wortwörtlich zitiere. Wenn du das tust, was dir entspricht, bekommst du das andere geschenkt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es immer darum geht, zu schauen, was entspricht mir, wer bin ich, was tut mir gut, was lässt mich frei und leicht atmen. Wenn ihr euch die anderen YouTube-Videos vielleicht schon angeschaut habt von mir, werdet ihr erfahren haben, dass ich auch dort schon über den Atem gesprochen habe. Und ich möchte das jetzt einfach mal vertiefen. Warum gibt es bestimmte Konzepte, die sagen, jetzt müssen die Stuhllehnen in der Schule so sein, jetzt sollen sie so sein? Warum gibt es Konzepte für, wie hoch Absätze bei Schuhen sein sollen? Warum gibt es Konzepte dafür, wie wir uns zu bewegen haben, ob wir Vorderfußläufer sind oder Fersenläufer? Warum gibt es Konzepte darüber, ob wir eher Fett oder Eiweiß essen sollen? Warum gibt es all diese Konzepte? Diese Konzepte gibt es, weil es immer Menschen gibt, die etwas Positives damit in Verbindung gebracht haben, zum Beispiel abgenommen haben oder die Knieschmerzen sind verschwunden oder das Asthma ist weg. Und diese Menschen machen daraus ein Konzept und bringen das nach außen. Und das ist super. Jetzt geht es darum, dass ihr euch gerne diese Konzepte nehmen könnt und euch anschauen dürft, was macht das mit mir? Wie fühle ich mich dabei? Und gerade beim Thema Atmen ist das eine ganz spannende Sache. Wenn wir geboren werden, also wenn wir auf diese Welt kommen, dann ist es so,
dass wir den ersten Atemzug nehmen. Und mit diesem ersten Atemzug entfaltet sich die Lunge. Die nimmt praktisch die, entfaltet sich dann und bekommt ihr Volumen. Ja? Und jetzt ist es so, dass wenn wir diesen ersten Atemzug machen, gibt es ja aufgrund der Konstellation der Sonne und aufgrund der Konstellation des Mondes in Relation zur Erde entweder dehnende Kräfte oder zentrierende Kräfte. Das kommt ein bisschen davon an, das hängt ein bisschen davon ab, wie der Mond und die Sonne im Verhältnis zur Erde stehen. Wenn ihr euch vorstellt, der Mond, und das wisst ihr garantiert, ja, Ebbe und Flut ist vom Mond abhängig, weil der Mond diese breiten Kräfte, diese dehnenden Kräfte hat. Und dadurch hebt sich beispielsweise auch die Erdkruste, dadurch bewegen sich diese Ozeane in einer Welle in Bezug zum Mond. Das schafft der Mond. Der Mond hat also diese dehnenden Kräfte. Die Sonne hingegen, wenn ihr das beobachtet, jetzt gerade wenn der Sommer ist, geht in dieses Längenwachstum. Alles schießt, alles sprießt nach oben. Ja? Das heißt, die Sonne hat eher zentrierende Kräfte, die ins Längenwachstum gehen. Und diese Kräfte, also entweder diese dehnenden Kräfte oder diese zentrierenden Längenkräfte, die wirken auf uns, wenn wir diesen ersten Atemzug machen. Die wirken auf die Lunge, wenn wir diesen ersten Atemzug tun, als wenn wir auf der Welt, wenn wir auf die Welt kommen, und prägen uns dadurch. Ich hatte ja schon oft darüber gesprochen, dass wir konditioniert werden, ganz viel durch Gedanken, durch was die Leute zu uns sagen, durch was die Presse schreibt, wie auch immer, was wir erfahren. Und hier werden wir wirklich konditioniert durch die Sonne und den Mond. Das heißt, dass unsere Atmung entweder eher in die Breite geht oder dass unsere Atmung in die Länge geht. Und diese, ich nenne es jetzt wirklich Konditionierung, weil es ist eine Konditionierung, diese Konditionierung ist uns innewohnend. Ja? Wir können dieser Konditionierung entgegenarbeiten, das können wir tun, das ist kein Problem. Das bedeutet aber, dass damit ein Kraftaufwand, ein Energieaufwand verbunden ist. Und dass wir dann eben nicht das andere geschenkt bekommen. Wenn wir allerdings im Einklang sind mit unserem Rhythmus, mit dem, was uns gut tut, was uns innerlich strahlen lässt, dann bekommen wir das andere geschenkt. Dann bekommen wir eine Energie geschenkt, die uns hebt, ja, die uns nährt und die unser Immunsystem stärkt, die uns stärkt, die uns im Außen erstrahlen lässt und auch im Innen. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, ich lese unglaublich gern so Fitnessbücher und Atemtherapiebücher und solche Sachen, bin ich ein großer Freund davon, wirklich mir das anzuschauen und dann mal reinzuspüren, was macht es mit mir, wenn ich das so mache, wie der das da vorschlägt. Tut mir das gut? Tut mir das nicht gut? Ist es für mich leicht, trotz der Anstrengung, oder ist es für mich nicht leicht? Und was ich einfach möchte, ist, dass ich euch im Laufe der nächsten Videos einfach mal ein Gespür dafür vermitteln möchte, was es mit euch machen kann. Euch Tipps und Übungen geben möchte, damit ihr mal spüren könnt, was bin ich eigentlich, wo atme ich hin, wie fühlt sich das an, was fällt mir leicht, was fällt mir schwer. Wichtig für euch zu wissen oder verstanden zu haben ist, wir bekommen eine Prägung mit, wenn wir diesen ersten Atemzug machen, und diese Prägung begleitet uns ein ganzes Leben. Und natürlich atmen wir alle ein und aus, aber wir sind entweder haben wir eher eine Tendenz zum aktiven Einatmen oder zu einem aktiven Ausatmen. Und das zu entdecken, lade ich euch einfach ein. Bei den nächsten Malen werde ich euch mehr dazu erzählen, werde euch Tipps an die Hand geben und auch ein paar Übungen, dass ihr das selber spüren könnt, weil das ist mir immer ganz wichtig. Und wenn ihr das selber erfahrt, dann habt ihr selber wieder einen Schlüssel in der Hand für eure Selbstverwirklichung, für eure eigene Kraft, für euer Selbstvertrauen, für diese unendliche Energie, die ihr bekommen könnt und die ihr geschenkt bekommt. Gut, das war mal so eine kleine Idee, schon mal so ein kleines Hinführen darauf, was kommt. Ich freue mich, wenn ihr weiter dran bleibt. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Like gebt und meinen Kanal abonniert, und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.